Es gibt ja diese sogenannte, es gibt Leute, ich glaube, Einstein hat das auch gesagt, es ist eigentlich unvernünftig, wie gut die Mathematik funktioniert. Ja. Und ein Schritt weiter in diese Richtung ist, dass es heute ist ein sehr aktives Forschungsprogramm, wo Leute der Meinung sind, dass sozusagen der Urstoff, schon wieder so ein poetisches Ja. Bild, oder die fundamentale Konzept oder was, dass das nicht Materie ist oder Felder. nicht, sondern Information. Information oder Felder, Und dann auch sind wir, Nichtung. naja, es sind dann wieder Wahrscheinlichkeitsfelder und Ja. über diese Wahrscheinlichkeitsfelder sind dann aber letztlich nichts anderes als Darstellungen möglicher Informationen. Und das ist schon was Interessantes. Wenn also die Information so fundamental ist, dann hat das mit der Mathematik als fundamental zu tun, weil die Tun. Mathematik ist Ja. eine verkürzte Ja. Darstellung der Ja. Information. Das ist aber ganz offen, das ist eine ganz Ja. offene Ja. Arbeitsrichtung. Das ist Aber was ist denn eigentlich mit der guten alten Materie überhaupt passiert? Die ist ja verdunstet, die ist ja immer weniger Richtig. geworden. Es wurde immer mehr nichts als Richtig. Materie. Ja? Also es hat ja angefangen mit dem, schon das Wort Atomkern, ist ja noch was Kerniges. Könnte man fast anfassen, so einen Kern. Ja? Ja? Richtig. Weg, alles weg. So, Wahrscheinlichkeitsfelder. Ja, das sind, ich meine, die Atom, das sind weniger als 100 Millionen Milliardstel ist der Atomkern, der Rest ist Ja, leer, Vakuum. leer. Und selbst der Atomkern löst sich auf, weil das mathematisch wieder nur ein Feld ist. Das ist ein Weg, abstraktes Feld, weg, das ist ein verdunstet, einfach weg. Wahrscheinlichkeitsfeld. Das ist ganz Aber interessant. wenn das keine tollen Erzählungen sind, dann weiß ich überhaupt nicht, was eine gute Erzählung ist. Das ist doch fantastisch. Ja.